Herzlich willkommen zu diesem Video. Im Titel könnt ihr schon entnehmen, es geht endlich um die Gewinne. Leider hat sich das Ganze ein bisschen verzögert, deswegen gleich vorweg die kleine Info. Falls jetzt noch jemand dran teilnehmen möchte, nehmt dran teil. Ich verlängere das Gewinnspiel um 7 Tage, das heißt bis zum 30.12. um 23.59 Uhr könnt ihr noch dran teilnehmen. Ganz einfach, ich weiß ja nicht, ob jetzt jemand die Gewinne hier sieht und denkt, ach, da hätte ich gerne dran teilgenommen, aber es ist nur noch ein Tag Zeit. Deswegen verlängere ich das Ganze jetzt ein bisschen. Für nächstes Jahr weiß ich das besser, ist auch mit meiner Schuld, ich habe halt zu spät auch angefragt. Auf der Post sind Päckchen verschwunden, beziehungsweise es wurde keine Bestellkarte in Briefkasten getan. Lässt sich jetzt nicht ändern, aber jetzt kommen wir auch schon zu den Gewinnen. Und zwar habe ich da wirklich einiges bekommen. Hier seht ihr einmal alles in einer Kiste. Upsala. Zunächst erstmal einen Überblick über die ganzen Gewinne und dann gehe ich nochmal im Detail drauf ein, wer was gesponsert hat. Wie ihr sehen könnt, der Tisch ist reichlich gefüllt und nur mal als kurzer Überblick, das alles hier, ich habe es mal zusammengerechnet, ist ein Wert über 700 Euro, also richtig fette Gewinne dabei und da ist es, denke ich mal, an dieser Stelle nur angebracht, vielen Dank an die Publisher zu richten, weil ohne die wäre das ja nicht möglich gewesen. Ich bin immer noch baff, was mir alles geschickt wurde und was genau geschickt wurde. Gehen wir jetzt mal genau durch und fangen wir mal mit den ersten an, was ich überhaupt geschickt bekommen hatte. Das war nämlich von KSM diese 3 tollen Sachen. Ich nehme meine Kamera. Au Au No Machine Gun, Hunter x Hunter die erste Box und Aokana das erste Volume. Echt tolle Sachen. Dann als nächstes hat mir auch Nippernort was geschickt und zwar Daishogun als Komplettbox, FLCL als Komplettbox und Gans als Komplettbox. Auch da vielen Dank. Neben den Boxen haben sie mir auch noch 3 Toxic Sushi-Ausgaben mitgebracht und 3 Poster. Dann das Universum ist eigentlich als nächstes gekommen, das nehme ich aber mal als letztes dran. Dann habe ich von Figur diese schöne Maschfigur bekommen von Fate Grand Order. Sehr schick, vielen Dank dafür. Auch eine Figur mit dabei. Dann haben wir zwischendrin erwähnt, eigentlich hätte ich sogar noch was von KZ bekommen, nur leider war da die Mail jetzt vor Weihnachten im Spam-Ordner gelandet, das heißt, ich konnte nicht rechtzeitig antworten. Nächstes Jahr mache ich das alles eher, also beziehungsweise fange ich mehr eher damit an, das vorzubereiten, je nachdem, wie das jetzt überhaupt angenommen wird. Deswegen hoffe ich noch auf viele Teilnahmen. Dann habe ich von Lolia, einer lokalen Modedesignerin, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt, ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung, jedenfalls habe ich da ein Lucky Bag bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle, also auch für die Lolitas und Cosplayer unter euch ist auch was mit dabei. Dann habe ich von Filmkonfekt ein Päckchen bekommen, wo das erste leider bei der Post gelandet war, aber ohne Bestellkarte bei mir. Das heißt, das wurde zurückgeschickt, aber freundlicherweise hatten sie mir noch eins geschickt, was dann auch angekommen ist. Und da hätten wir einmal das erste und zweite Volume von Danganronpa 3, dem Future Arc. Und einmal die komplette erste To Love War Darkness Staffel auf Blu-ray jeweils. Dann auch Peppermint Anime hat mir einiges geschickt und zwar einmal den ersten und zweiten Haikyuu Movie. Wenn wir einmal bei den Filmen sind, hat er mir auch noch zweimal Mademoiselle Hanamaru Aufbruch zu modernen Zeiten, also den ersten Film, einmal auf Blu-ray und DVD geschickt. Dann Mary und die Blume der Hexen, einmal auf Blu-ray und Free Take Your Marks, einmal auf DVD. Von Akiba Pass habe ich noch einen Mutafukas Kalender,
eigentlich noch ein T-Shirt. Ich glaube, da ist noch ein Postweg. Es ist noch eine Sendung offen. Aber ja, das T-Shirt wird von SAO sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es wird ein T-Shirt sein. Schaut einfach mal in der Community-Leiste vorbei. Ich verlinke es, beziehungsweise ich poste das dann mal dort, wenn es da ist. Das tun wir auch noch mit runter. Und jetzt noch zu guter Letzt von Universum Anime. Und zwar, ich gucke mal gerade immer auf die Kamera, das werde ich von nicht abdenken. Und zwar ist das wirklich ein richtig fettes Paket. Und zwar habe ich zweimal Dragon Ball Z Kampf der Götter in der schönen Limited Box bekommen. Dann habe ich einmal den Film Your Name auf Blu-ray inklusive Notizbuch und Booklet dabei. Und einmal Made in Abyss, das erste Volume auf DVD. Und was dabei richtig geil ist, wir haben ja noch eine Autogrammkarte, wofür ich mich zum Beispiel auf der Animagic über eine Stunde anstellen musste, haben sie mir einfach noch mit dazu gepackt. Das heißt, es sind auch Sachen dabei, die man gar nicht aufwiegen kann mit Geld. Weil ich finde, so eine Autogrammkarte ist schon immer was Besonderes. Und dann das, was wahrscheinlich die meisten interessieren wird, die Hayao Miyazaki Collection auf DVD. Nicht in der Limited Edition. Habe ich jetzt im Internet gar nicht mehr gefunden. Kann sein, dass sie auch schon wieder ausverkauft ist. Also diese Bonus-DVD bzw. Bonus-Disc ist da nicht mehr dabei, aber trotzdem 10 tolle Filme. So, und wenn ihr jetzt nochmal wissen wollt, wie ihr das Ganze gewinnen könnt, ich verlinke euch nochmal das Ursprungsvideo unten mit geändertem Datum in der Videobeschreibung. Also wie gesagt, bis 30.12. ist Zeit. Ich mache nochmal ein extra Video dazu, wo ich nochmal die Info komplett verpackt sage. Und ja, also beziehungsweise das kompakte Video wird halt morgen kommen. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Noch eine rege Teilnahme. Eine Woche ist noch Zeit. Und ja, dann bis demnächst. Tschüss.